Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Wir bauen ein CRM-Tool in Excel. Wir haben jetzt schon zwei Videos zu Kalender gemacht. Jetzt wird das dritte Video dafür noch gemacht, aber danach ist der Kalender auch erstmal abgeschlossen und wir machen ein neues Thema. In diesem Video zeige ich euch, wie man im Kalender jetzt so eine Funktion hat, dass man draufklickt, eben angezeigt bekommt, was steckt hier eigentlich für ein Termin dahinter. Das heißt, in alle Zellen, wo man klickt, kommt das. Wenn man woanders hinklickt, geht es wieder weg. Und was man eben auch noch machen kann, ist in eine leere Zelle hier reingehen und sich dann direkt per Klick einen Termin anlegen kann. So, der wird dann hier unten angefügt. Das heißt, er hat hier direkt vom Kalender die Möglichkeit, zum Kunden einen Termin anzulegen. Und ich gehe noch mal kurz in den Kalender oder eben, wie gesagt, es gibt schon einen Termin. Dann kann ich da drauf springen und lande auch bei dem Kunden und sehe sofort, was hier los ist. Das zeige ich euch in diesem Video. Viel Spaß, los geht's! So, dann wollen wir dem Kalender jetzt noch ein paar Funktionen hinzufügen. Wir springen mal hin. Wir sehen ja jetzt schon, was hier bisher gemacht wurde. Wir haben den Kalender so gebaut, dass man ihn erstellen kann. Die Jahre, die Monate. Und man kriegt auch hier angezeigt, welche Termine es gibt. Jetzt wäre natürlich sinnvoll, hier zu sehen, was steckt da dahinter und eben in den Kunden, der hier einen Termin hat, dann auch reinspringen zu können. Und dazu bauen wir uns eine Funktion, dass wenn wir hier draufklicken, dass dann etwas passiert und wir wollen gerne ein Menü, das aufgeht, in dem der Kunde schon mal zu sehen ist und wir da dann wählen können, ob wir dorthin springen wollen oder vielleicht auch diesen Termin löschen wollen. Was auch immer, das entscheiden wir dann, wenn wir da sind. Das heißt, jetzt zeige ich erstmal, wie macht man es, dass man hier draufklickt und sich ein Menü öffnet. Und so, jetzt komme ich auch zu dem Punkt, warum hier zwischendrin diese kleinen Lücken sind. Die dienen nämlich dazu, dass wir das ganze Verhalten steuern können. Wir wollen nämlich, dass ein einfacher Klick auf eine Zelle eben das Menü öffnet. Und das erreichen wir über einen Trigger, der sich da nennt Selection Change. Selection Change heißt, ich ändere hier irgendwie die Selektion und dann soll etwas passieren. Problem bei der ganzen Sache ist, eine Zelle bereits selektiert, kann ich eben den Trigger nicht starten, weil nochmal auf die Zelle drauf zu klicken, ändert die Selection nicht und dann öffnet sich dementsprechend auch kein Menü. Das heißt, ich mache einen Trick, in dem Moment, wo ich hier draufklicke, führe ich den Code aus, der dann passieren soll, und springe in die Zelle daneben. So kann ich beim nächsten Mal klicken, wieder hier draufklicken und das Menü kommt trotzdem. Das heißt, wir gehen jetzt in den Code. Machen wir mal so wieder zweigeteilt. Auf der einen Seite der Code. Wir gehen in den Kalender und bauen uns da jetzt unten dran als neuen Punkt. Eine neue Sub, die heißt Sub, eine Subroutine, die heißt Klick auf Kalender. Diese Funktion wollen wir aufrufen, wenn wir eben eine Selection Change machen. Dazu gehen wir jetzt in das entsprechende Tabellenblatt hier auf der linken Seite. Hier ist der Kalender. Hier gehen wir rein. Hier haben wir ja schon sowas wie den Doppelklick drin. Das kommt natürlich daher, dass wir vorhin bzw. am Anfang, als wir das Tool gebaut haben, eben einfach das Tabellenblatt Kundenliste kopiert haben. Dann wandert der ganze Code mit hier rein. Der ist hier natürlich erstmal, den brauchen wir so nicht. Ich lasse ihn jetzt kurz stehen und nehme mir aber nicht bevor Double-Click, sondern ich möchte wirklich eine ganz simple Selection Change. Wähle dir die aus, dann kommt die automatisch hierher und jetzt sagen wir sowas in der Art wie Call Click auf diese Funktion, die wir gerade eben schon angelegt haben, und wir übergeben dieser den Target. Allerdings löse ich das Ganze nicht darüber, dass ich ein Target mitgebe, sondern ich mache es anders gerne. Ich sage, ich setze eine Variable, eine Zelle Target, nenne ich es jetzt mal, die setze ich auf Target. Ich erkläre gleich, was das bedeutet.
diese müssen wir nur deklarieren. Da gehen wir in unseren Kalenderbereich ganz nach oben und dimensionieren eine öffentliche Variable, die heißt in dem Fall, wie ich sie gerade genannt habe, eine Zelle Target as Range. Das heißt, der Vorteil einer public definierten Variable ist, dass sie überall in jedem Makro verfügbar ist, solange sie gefüllt ist. Nachteil ist natürlich, dass ich eben sie erstmal hier zentral definieren muss und dann kann es natürlich passieren, dass die zwischendrin vielleicht geleert ist. Das muss ich natürlich immer abfangen, aber da ich ja direkt im Anschluss die Routine aufrufe, habe ich damit eigentlich kein Problem. Das heißt, ich fülle sie, rufe direkt die nächste auf und dort kann ich eben jetzt dieses CE-Target einfach benutzen, ohne dass ich es mit übergeben muss. Damit vermeide ich so ein bisschen, dass ich hier Parameter übergeben muss. Ich finde es so manchmal praktischer und auch übersichtlicher und ich kann eben von jeder Routine aus auf dieses Target dann zugreifen, egal wie weit ich jetzt noch das brauche. So, das heißt, sobald jemand hier draufklickt, läuft der Code los. Ich merke mir sozusagen, wo hat derjenige geklickt. Das mache ich hier in einer zentralen und einer öffentlichen Variable. Und jetzt rufe ich diese Routine auf. Aber wir machen gewisse Bedingungen. Wir sagen nämlich, natürlich machen wir das Ganze nur, wenn wir auch wirklich in eine Zelle geklickt haben, die zum Bereich des Kalenders gehört. Weil wir haben keinerlei Funktionen, wenn wir irgendwo hier eine Zelle klicken, wollen wir eben nicht, dass dieser Code losläuft. Wie machen wir das Ganze? Wir sagen, wir kennen ja den Bereich von unserem Kalender. Den haben wir schon ein paar Mal benutzt und wir suchen uns den jetzt einmal raus. Wir haben in den Kalenderfunktionen natürlich am Schluss hier unseren Kalender drin. Den nehme ich jetzt einfach mal. Das dimensioniert im Moment meinen Kalender. Und jetzt gehe ich wieder in mein Kalenderblatt und sage not intersect. Und jetzt sage ich is nothing. Das heißt, noch ein Send, dann wird es auch richtig. Das heißt, ich frage jetzt danach, wenn diese Zelle, die geklickt wurde, in diesem Bereich liegt. Das macht man mit einer umgekehrten Frage. Man fragt eher, ist dieser Target, dieses Ziel, wo ich geklickt habe, kein Teil davon, indem ich sage, not is nothing. Das ist sozusagen eine doppelte Verneinung, was im Endeffekt heißt, ist das ein Teil dieses Bereichs, dann möchte ich was machen und dann mache ich nämlich genau das. Ich rufe meine Funktion auf. So, was vielleicht auch noch interessant ist, wenn in der Zelle nichts drin ist, könnte man es auch verhindern. Aber ich würde sagen, auch dann wollen wir vielleicht ein Menü öffnen. Vielleicht bauen wir sowas wie einen Termin hier direkt eintragen zu können. Das heißt, wir lassen es mal so und gehen jetzt in diese Funktion rein und fangen an, die zu bearbeiten. So, wie machen wir das Ganze? Wir wollen jetzt zum Beispiel hier auf diese 1 klicken und es soll sich ein Menü öffnen, was uns anzeigt, was hier hinter dieser 1 eigentlich genau steckt. So, damit starten wir. Sagen, if mein Target Value, wenn es nicht leer ist, dann machen wir natürlich das eine und wenn es eben leer ist, dann können wir entscheiden, vielleicht noch was anderes zu machen. Aber wenn es nicht leer ist, dann haben wir Folgendes. Wir haben dann auf unser Drilldown-Feld ist ja dann in meinem Kalendertabellenblatt die Zelle mit der gleichen Row wie mein Target, das heißt hier diese Row vom Target und die aktuelle Spalte ist ja hier, diese K. Das heißt, wir schauen nochmal, was war K für ein,
Ja, natürlich, jetzt läuft das hier schon los. Wir wollen aber hier haben, das ist die 11. Spalte. Da steht aktuell unser Drilldown-Feld dann immer drin. So, was müssen wir noch wissen? Eigentlich brauchen wir jetzt noch das Datum. Das heißt, unser Datum, nennen wir es mal Datum, ist gleich sowas Ähnliches, nur dass wir in die andere Richtung gehen. Das heißt, wir haben hier nicht die 11, sondern eben vom Target die Column. Und die Row ist eine feststehende, nämlich hier Row entweder 15 oder 16. Das ist ja beides dasselbe, nur anders dargestellt. Das heißt, Row 16, und von da, wo ich geklickt habe, die Spalte. Die zwei Sachen halte ich mir schon mal im Speicher. Den Speicher muss ich aber noch anlegen. Das heißt, ich dimensioniere mir das Ganze als String. Und das Datum könnte ich als Date, ich lasse es einfach mal offen. Das ist der Vorteil von Excel und VBA. Man muss nicht alles sofort definieren. Man ist dadurch schneller und manchmal umgeht man auch gewisse Prüfungen. So, wenn ich mir die zwei Sachen gemerkt habe, kann ich jetzt durch mein Kalendertabellenblatt, das ist ja hier, da habe ich ja schön alles drinnen, das ist jetzt noch versteckt, das blende ich mir mal kurz ein. Oder eben wie immer hier Klick, Steuerung W habe ich ja angelegt, dass alle Tabellenblätter eingeblendet werden. So, jetzt brauchen wir nur noch in unserem Code diese Liste durchlaufen und zu suchen, wo steckt denn hier mein Drill-Down-Feld und das Datum in der entsprechenden Zeile als Kombination. Und dann weiß ich auch, was für Zusatzinformationen ich erstmal anzeigen kann. So, damit, das machen wir so, ich laufe jetzt hier vor, die Zeile ist gleich, ab Zeile 2 laufe ich los, in der ersten Zeile ist die Überschrift, bis wohin laufe ich, wie immer, ich habe hier meine Kalendertabelle t08.useRange.count, das kann ich mir am einfachsten merken und führt auch immer mindestens bis zum Ende. So, und frage jetzt if t08.serves die Zeile, 1 und value ist gleich mein V-Datum and nochmal, kopiere ich mir schnell hier hin und in 2 ist mein S-Drilldown. Dann habe ich wohl die richtige Zeile getroffen und weiß jetzt, dass ich hier einfach Exit vormachen kann und jetzt steckt in I-Zeile sozusagen die richtige Zeile. Die muss ich mir noch anlegen. So. Wenn ich jetzt hier weitergehe, schreibe ich nochmal end if. Hier rausgesprungen heißt, was machen wir jetzt hier? Jetzt wollen wir das Ganze darstellen. Darstellen machen wir am einfachsten so. Wir haben hier jetzt unser Kalender und machen uns hier was drauf, einfügen, ganz simpel. Das Layout von Excel hat sich hier geändert, ein bisschen schicker geworden. Braucht man immer einen Moment, bis man sich dran gewöhnt hat. So, jetzt machen wir irgendein Rechteck hier drauf. Wir machen es jetzt mal ganz simpel, weil das Design können wir später noch machen. Das Rechteck wollen wir ansprechen. Hier sage ich, ich nenne das nicht Hashtag Rechteck, sondern nenne es Hashtag Zusatzinfos.
So, und jetzt fülle ich hier mal einfach meine Texte ein. Das heißt, nicht vor, sondern wir sagen with c07.shapes Hashtag Zusatzinfos. Mit dem machen wir jetzt was, deswegen dieses with. Dann muss ich es nicht so oft schreiben und schreibe gleich mein end with, dass ich das nicht vergesse. So, was kann ich jetzt hier machen? Erstens mal wollen wir die Top-Position irgendwie, wir wollen das Rechteck positionieren, genau neben der Zelle, die wir gerade geklickt haben. Das heißt Top Position ist gleich die gleiche Top-Position wie mein CE-Target. Top. Meine Left-Position von dem Rechteck setze ich gleich auf CE-Target.left. Und die Größe lassen wir jetzt mal, die könnten wir natürlich auch direkt hier beeinflussen. Aber was jetzt das Entscheidende ist, wir müssen irgendwie diesen Text da reinschreiben. Geht darüber zum Beispiel. Da gibt es, glaube ich, verschiedene Möglichkeiten. Ich habe mir gemerkt, immer dreimal irgendwie Text. So, jetzt wollen wir da was reinschreiben, und zwar unseren Zusatzinfo. Den müssen wir aber erstmal noch bauen, was da drin steckt. Das heißt, wir legen uns erstmal die Variable an und bauen hier uns das zusammen. Ist gleich, vielleicht machen wir es so, dass wir ein bisschen schneller sind. For Spalte ist gleich 1 to, wie viel Zusatzinfos haben wir? Da machen wir jetzt so ein bisschen dasselbe. Wir machen nicht die Rows.count, sondern wir durchlaufen so das Kalendertabellenblatt in allen Columns, und unser Zusatzinfo-Feld ist gleich Zusatzinfo und ein Zeilenumbruch kann man zum Beispiel so machen und eben aus meinem Kalendertabellenblatt die Zelle Zeile, da haben wir ja getroffen, wir bewegen uns in der richtigen Zeile und von dann die J-Spalte. J-Spalte. Punkt Value. So, dass wir aber nicht lauter leere Zeilen hier drin haben, fragen wir vorher, machen das nur, wenn in dem Zusatzinfo-Feld ungleich leer. So, ich erkläre es gleich nochmal im Detail. Das hole ich mal runter, dass man es besser lesen kann. So. Also. Hier, hier oben finden wir erstmal raus, wo habe ich geklickt. Das heißt, wir suchen uns erstmal, welches Drilldown-Feld habe ich geklickt hier als Kombination plus welches Datum. Finden das Ganze in unserer Kalendertabelle. Dann bauen wir aus unserer Kalendertabelle, hier kurz dimensionieren, sehe ich gerade, bauen wir alle Informationen zusammen. Wir gucken uns das mal einmal hier an. Das heißt, in der Zeile, in der richtigen, in der ich gelandet bin, baue ich mir aus all den Informationen, die hier drin stehen, die Informationen untereinander zusammen und trenne sie mit einem Zeilenumbruch und fülle den ganzen Text dann erstmal hier in meinen Textframe. Das ist soweit noch sehr simpel und sieht auch noch gar nicht so toll aus, aber darum geht es erstmal nicht. Wir können das Ganze noch schöner gestalten später, wenn wir wollen. Jetzt machen wir, gehen wir auf diesen Kalender nochmal drauf, denn wenn wir geklickt haben, das werden wir gleich sehen, wenn wir den hier klicken, noch Variable nicht gefüllt, nicht dimensioniert, nein, falsch geschrieben. So, jetzt klicken wir hier mal drauf.
passiert noch nichts. Jetzt gucken wir, warum. Warum schiebt das mir noch nicht hin? Weil sie gar nicht anspringen. Kommt er vielleicht hierher? Auch noch nicht. Das heißt, aktuell liegen unsere Makros irgendwie lahm. Oder funktioniert hiermit was nicht. Ne, hier kommt er erst gar nicht hin, obwohl ich die Selection Change mache. Das heißt, meine Events sind ausgeschaltet. Enable Events. Irgendwie habe ich die wohl zwischendrin ausgeschaltet. Wir wollen sie auf True setzen. So, dass unsere Events auch funktionieren. Funktioniert. Ach, jetzt weiß ich. Ich habe hier noch Makro laufen. So, kann natürlich nicht funktionieren. So, jetzt. Jetzt kommt er hier rein. Wir haben uns die Zelle gemerkt. Wir sagen, das ist nicht leer. Dann merken wir uns, Drilldown ist der Musterkunde, wo wir geklickt haben. Das Datum ist der 1.12., wo wir geklickt haben. Das ist also links oben in der Zelle. Das hat er sich gemerkt. Jetzt durchläuft er hier die ganze Reihe, bis er es gefunden hat. Jetzt können wir mal gucken, wo die Zeile stehen geblieben ist. Die Zeile ist 7. Jetzt baut er hier alle Informationen zusammen. Gucken wir mal, ob das auch stimmt. Nein, Zeile 7 ist verkehrt. Das heißt, er hat es nicht wirklich gefunden. Wir schauen, warum. Das liegt darum, dass mit den Datumsfeldern etwas vorsichtig umzugehen ist, weil es ist immer die Frage, was liest man aus, wenn man eine Zelle ausliest, wo ein Datum drin steht. Wir gucken es uns mal live nochmal an. Wir gehen nochmal zurück hier hoch, lassen es bis hierhin laufen und schauen uns jetzt an, was hat er, sagt er denn eigentlich, was in Zeile 2, wir sind ja noch bei Zeile 2 am Anfang, hier drin steht. Hier ist der 1.12.2021 und hier auch, aber was wir sehen, ist jetzt ein bisschen schwierig hier zu erkennen, aber hier, das fehlt in Anführungszeichen und ist als String definiert und das ist eben als Date definiert und deswegen nicht in Anführungszeichen. Und um das eben auszuschließen, und jetzt haben wir genau das Thema, ich habe V-Datum eben offen gelassen, was es ist. Wenn ich jetzt gesagt hätte S-Datum und als String, dann hätte es vielleicht funktioniert. Oder, was ich aber auch machen kann, ich kann sagen, ich möchte einfach den String von dem hier, Cast-String, das heißt, ich wandle das in einen String um, und das auch, und wenn die beiden gleich sind, dann möchte ich. So, und jetzt gucken wir, wo wir jetzt landen. Jetzt war ich zu schnell. Jetzt ist wahrscheinlich schon alles passiert. Ja, das Ergebnis ist schon hier. Das heißt, ich habe hier geklickt, aber jetzt sehe ich schon, ich habe einen Fehler gemacht. Das Rechteck soll ja nicht da drauf liegen, sondern es sollte vielleicht so daneben liegen. Das heißt, wir machen hier die Left-Position, machen wir nicht von der Zelle direkt, sondern Punkt Offset, nämlich das heißt, wie viel verschoben den Bereich, den ich hier habe, um 0 in der Zeile, aber plus 1 in der Spalte und dann sollte das funktionieren. So, wenn ich das hier klicke, passiert gar nichts. Wenn ich das hier klicke, kommt das hier hin, hier rein und wird gefüllt und wird direkt daneben geschrieben. So, jetzt haben wir sowas wie dieses Rechteck zwar gemacht, aber irgendwie muss es natürlich auch wieder verschwinden. Zum einen können wir hier vielleicht ein X einbauen, dass wir es wegklicken können. Zum anderen aber auch, dass wenn wir irgendwo anders hinklicken, wo vielleicht nichts ist, dass wir dann das erstmal wegmachen. Das heißt, wenn hier der CE-Target leer ist, dann Visible ist gleich false und hier müssen wir natürlich sagen Punkt Visible ist gleich true. So, das heißt, wenn ich jetzt hier so reinklicke, dann ist es weg. Wenn ich hier reinklicke, ist es da. Egal wo ich jetzt klicke, wenn es leer ist, weg. Hier drauf. So.
Gut, das heißt, wir haben jetzt den ersten Schritt gemacht, dass wir hier klicken können und zumindest diese Zusatzinfos angezeigt werden, wobei wir noch eine Sache nicht beachtet haben. Wenn hier eine 2 steht, haben wir eben nur die erste Information, die wir treffen, angezeigt. Das können wir gleich noch bauen, aber ich würde sagen, wir machen mal weiter erst, weil das Ganze kann man jetzt natürlich designen, wie man will. Das muss ja nicht so aussehen. Und man könnte natürlich auch die Breite und alles Mögliche dann eben so designen, wie es vielleicht dann vernünftig ist. Und was wir aber jetzt unbedingt noch haben wollen, ist, wenn man dann hier draufklickt, dass man dann eben auch in den Kunden reinspringen kann. Das heißt, wir geben diesem auch ein Makro und sagen hier drüben, und zwar das nennen wir zu Kunde. Oder um so ein bisschen in unserem Sprachgebrauch zu bleiben, hier zu Drilldown springen, weil hier muss ja nicht unbedingt der Kunde stehen, es kann später mal jemand anders sein. Das heißt, wir schreiben jetzt eine Routine, die bekommt erstmal dieses Rechteck zugeordnet. So, und jetzt wollen wir hier draufklicken und möchten zu dem Kunden. Wie kriegen wir das am besten hin? So, jetzt brauchen wir sozusagen, müssen wir wissen, wie kommen wir eigentlich über diese Kombination hier zu der entsprechenden Eintragung, das heißt das Musterkundenprofil möchten wir dann aufrufen. Dazu machen wir Folgendes. Ich muss eigentlich nur den Kunden finden, das heißt unser Drilldown-Feld. Jetzt wissen wir aber, dass es ja da drin steckt. Wir kennen nämlich immer noch die CE-Target.row und deswegen wissen wir hier auch, ist immer noch das hier. Und das ist eben der Vorteil, wenn man sowas ganz zentral macht. Jetzt kann ich es plötzlich hier verwenden, ohne irgendwie übergeben zu müssen, zu Drilldown springen. Ohne es irgendwo im Tabellenblatt vielleicht zwischenspeichern zu müssen. Aber das würde natürlich auch gehen. Ich könnte mir diese Information oder auch sofort diese Information irgendwo in eine Zelle speichern. Aber so brauche ich mir keinen Platz irgendwo frei halten. Dafür jetzt muss ich eben durch meine Kundenliste laufen. Dazu öffnen wir die einfach mal. Wir haben hier unsere Kundenliste und muss diesen Namen hier raussuchen. Weil im Moment machen wir noch alles über den Namen, was vielleicht nicht ganz so sinnvoll ist. Später können wir es über diese Kunden-ID vielleicht besser lösen. Aber ich sag mal, die Kundenname sollte sowieso relativ eindeutig sein. Aber ja, muss eigentlich nicht immer so sein und deswegen wäre vielleicht besser, über die Kunden-ID zu gehen. Aber fürs Verständnis ist es jetzt, glaube ich, ausreichend, über den Kundennamen zu gehen. Das heißt, wir durchlaufen jetzt vor i Kundenzeile zum Beispiel. Ist gleich, wo starten wir? Zeile 15 und sagen wieder das gleiche. T0 die Kundenliste.useRange.rows.count Next. Und jetzt möchten wir den Namen treffen. Das heißt, if T Kundenliste.sales. Und jetzt kommt eben das, was wir vorhin oder was wir an anderer Stelle schon mal gemacht hatten, die Kundenspalte. Namen Spalte, nenne ich es mal so. Wenn das gleich mein S-Drilldown ist, habe ich ja auch noch nicht deklariert. Dann möchte ich irgendwas machen. So, erstmal alles definieren. So. Und dieses vielleicht auch noch. Die müssen wir jetzt bestimmen. Und dazu schaue ich mir jetzt an, wie ich das in der Vergangenheit gemacht habe, solche Spalten zu finden. Das haben wir an anderer Stelle schon mal gelöst, zum Beispiel hier.
Und das ist genau das, was ich mir jetzt hier rauskopieren könnte. Ich könnte das auch als externe Funktion schreiben. Ah, dann übernehmen wir einfach die gleichen Variablennamen. Dann haben wir es später leichter. Namensspalte, so. Dann haben wir sogar das hier als echten Kunden, also als echte Spalteninformationen. Das heißt, jetzt machen wir hier draus dann wieder ein Range. Dann muss es natürlich andersrum heißen. Dann kommt erst die Spaltenname und dann die Zeile. Und so haben wir eigentlich recht schnell und flexibel immer noch die richtige Spalte gewählt für den Namen. Wenn wir dort auf den Namen treffen, was wollen wir dann machen? Dann wollen wir eigentlich diesen Kunden öffnen. Jetzt schauen wir uns noch mal kurz in dem Modul Kunden die Funktion Kunden aufrufen an, von was es eigentlich abhängt. Das heißt, hiervon. Passiert nämlich in dem Moment, wo man in der Kundenliste einen Doppelklick macht, schreiben wir uns eigentlich hier in diese Zelle, welche Zeile wir sind, und rufen dann den Kunden auf. Das ist sozusagen die Übergabe der Informationen. Woher kommt denn der Kunde überhaupt? Und diese Informationen müssen wir ja jetzt einfach nur befüllen und danach auch den Kunden aufrufen. Das heißt, wir gehen zurück in den Kalender, sagen jetzt, ja, dann tragen wir doch in dem Moment, wo wir ihn gefunden haben, diese i-Kunden-Zeile hier ein, rufen ihn auf, und verlassen so schön unsere Routine hier. Und das sollte es eigentlich gewesen sein. Das heißt, wir gehen jetzt mal in unseren Kalender reinspringen, klicken hier drauf. Ah, natürlich, da fehlt mir noch die Information, wo dieser Range sitzt. Aber das ist natürlich im Kundenlistenfeld. Und nach oben hatten wir eine Width-Variable oder Width-Verknüpfung gemacht. Die gibt es hier nicht. Machen wir so direkt. So. Range A15. Was haben wir jetzt? Natürlich. Variable falsch deklariert. Kommt immer wieder vor. So, hier brauchen wir natürlich eine String-Variable und keine Zahl. So, das heißt, nochmal, wir klicken nochmal hier drauf, und landen beim Kunden. Geschafft. Das heißt, wir haben jetzt hier die Funktion zum Kunden springen und jetzt können wir über den Kalender immer wieder direkt zum passenden Kunden springen. So, das ist eine weitere Funktion im Kalender. Optisch kann man, wie gesagt, noch vieles ändern oder machen, aber wir wollen stattdessen lieber noch eine Funktion bauen, die heißt, wenn ich auf mein leeres klicke, dann möchte ich, dass ich hier vielleicht einen Termin anlegen kann. Das heißt, wir würden ähnlich wie hier, ich kopiere mir das gleich mal, nicht zu Drilldown springen, sondern wir wollen einen Termin zu Drilldown anlegen. So. Denn eigentlich machen wir ja dann nichts anderes, als trotzdem den Kunden aufrufen und dort direkt einen Kalendereintrag machen. Und zwar durchlaufen wir dann den Bereich beim Kunden. Ich klicke jetzt mal hier drauf. Ich würde dort hinspringen und den nächsten freien Eintrag suchen und dort das Datum eintragen. Das heißt,
Den Bereich hier wollen wir aber dynamisch auslesen. Das haben wir an anderer Stelle schon gemacht, nämlich beim zum Beispiel beim Kunden aufrufen. Hier haben wir die Kontakte eingetragen und da haben wir eben unseren Range hier definiert gehabt. Das nehmen wir jetzt auch hier raus, kopieren wir und sagen eben, okay, wenn wir da sind, dann definieren wir unseren Range. Vor i ist gleich 8.row, wo der beginnt. Range.row plus range.count. So, das heißt, einmal starten wir dort, wo der Bereich beginnt, und dann gehen wir so weit row plus range count minus 1. Das heißt, angenommen, wir würden in Zeile 10 starten oder wie hier in Zeile 28, dann steht hier die 28. Hier ebenfalls die 28 und der Bereich ist im Moment definiert über bis 46. Und das sind aber, wenn ich sie hier zähle, sind das, na, wo sehe ich es da oben, 19 Zeilen. Also hätten wir 28 plus 19 sind eben 47. Da muss ich nochmal 1 abziehen, um dann auf, tatsächlich auf meine 46 zu kommen. Sagt dann if T03, sehen wir ja beim Kunden, und Sales, Klammer auf, in der Zeile i, Komma, und in der dritten Spalte des ganzen Bereichs, das heißt 3, aber plus Range.Column, allerdings dann eben nur 2. So. Punkt value ist gleich vba.date. Nein, nicht ganz, sondern wir haben ja ein festes Datum geklickt gehabt und das Datum ist eben so wie hier oben, das Datum hier. Und das Ganze wollen wir aber jetzt wirklich in ein Datum umwandeln, deswegen machen wir jetzt cdate und tragen es da ein. So, hier habe ich was noch vergessen, wenn es leer ist, dann trage ich da mein Datum ein, mache den Exit vor, dann habe ich es ja eingetragen. So. Und vielleicht ist die Frage, ob man hier nicht sagt, das Datum leer, ob man die ganze Zeile prüft, ob die ganze Zeile leer ist. Aber wir lassen es jetzt erstmal so, weil ich davon ausgehe, dass das Datum das Wichtigste in der Zeile ist. Es wird immer gefüllt sein. Wenn nicht, ist die Zeile sowieso hier nicht ordentlich gefüllt. Aber das sind alle Sachen, die kann man zwischendrin bauen. So, jetzt gehen wir also zurück und müssen jetzt nur noch dafür sorgen, dass wir die Funktion auch aufrufen können. Wie können wir die aufrufen? Die rufen wir auf, indem wir jetzt an der Stelle hier, wo wir zu Drilldown eigentlich springen, eine Abfrage machen. Und zwar, es war ja so, wir haben bisher bei jedem leeren Feld es einfach ausgeblendet hier. Jetzt müssen wir es wieder einblenden. Das heißt, das blaue Feld, wo wir draufklicken können, muss auch eingeblendet sein, wenn wir auf ein leeres Feld geklickt haben. Allerdings ist es vielleicht so, wir prüfen was anderes. Ich zeige es mal kurz. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier draufklicke, will ich, dass es kommt. Aber wenn ich hier draufklicke, will ich nicht, dass es kommt. Das heißt, hier fragen wir noch if ce da. Also, FT07, wenn in dem Kalender
in der gleichen Spalte, in der gleichen Zeile, Entschuldigung, in der ich geklickt habe, und in der Spalte, jetzt hier K, ist natürlich jetzt eigentlich, müsste man es auch flexibel machen nach dem ganzen Prinzip, habe aber jetzt die ganze Zeit schon angenommen, okay, das ist fest 11, und Value ist nicht leer, und in der Zeile 16, da steht ja das Datum, in der gleichen Spalte wie mein Target. Ist auch ungleich leer. Dann mache ich True. Ansonsten false, weil dann habe ich irgendwo hingeklickt, wo weder ein Eintrag hier auf der Seite ist, noch ein Datumsfeld. Dann möchte ich es natürlich ausblenden, aber ich muss dann natürlich auch noch sagen, ich möchte hier, ich habe mir jetzt einfach den kompletten Block hier reinkopiert, weil ich ja dann auch will, dass es an der richtigen Stelle landet, das Rechteck. So, jetzt ist es so, jetzt klickt man darauf. Und jetzt fragen wir if ce target.value ist gleich leer, dann wollen wir vielleicht einen Termin anlegen. Statt das Ganze in else zu packen, würde ich an der Stelle exit sub machen und and if. So, aber dass ich das auch wirklich erkenne, trage ich dann natürlich nicht hier die Zusatzinfos ein, weil ich habe ja gar keine, sondern ich sage Termin anlegen zum Beispiel. Das heißt, wenn wir jetzt in ein leeres Feld klicken, steht hier Termin anlegen, ich kann draufklicken. Ja, jetzt kommen wieder die ganzen Variablenfehler. Jetzt hoffen wir mal, dass wir auch treffen. Naja, ganz getroffen haben wir nicht. Wir haben eine Zelle zu weit rechts. Wodurch kommt das? 2 plus Range.Count. Halten wir nochmal hier an. Klicken hier. Sagen nochmal Termin anlegen. Und jetzt wissen wir, Range.Column ist eben die 6. Weil wir nur das als Range definiert haben. Das heißt, die Spalte hier vorne ist nicht mit dem Range. Und dann ist es natürlich nur da geht der Range von F los. Und dann müssen wir sagen, genau, hier geht's los, das heißt ein, zwei darüber wandern. So, das heißt, wir lassen es hier nochmal hinlaufen und sehen, jetzt müsste hier in dem Moment der nächste Eintrag kommen und passt. So, das heißt, wir spielen es noch einmal durch, in den Kalender springen zum Beispiel, sagen, jetzt sehen wir auch, dass hier die 1 gekommen ist, wir klicken hier auf den Sonntag, den 5. oder vielleicht mal hier hinten 13. da klicken drauf, zack, ist der 13. eingetragen und ich kann wieder hier zurück. So, jetzt haben wir sozusagen zwei Funktionen gebaut. Zum einen Kundenabsprung von einer Zahl zum Kunden und Kundenanlegen. Und jetzt komme ich noch zu dem Punkt, den ich anfangs erwähnt habe. Jetzt ist es so, in dem Moment kann ich hier nicht nochmal draufklicken. Muss ich eigentlich auch nicht, aber es kann natürlich blöd passieren, dass ich hier reinkomme irgendwie und das Rechteck verschwunden ist. Jetzt nochmal zurück. Deswegen möchte ich, dass wenn man hier drauf geklickt hat, das heißt hier im Kalender bei der Selection Change,
wo wir übrigens das hier oben jetzt mal rauslöschen können, das brauchen wir wirklich nicht. In dem Moment, wo ich hier drauf geklickt habe, gehe ich eine Zelle nach rechts. Das heißt, Cells, danach CE Target.row, CE Target. Oder nach links. Column plus 1. Punkt Select. Benutzt man nicht oft Select, aber an der Stelle macht es vielleicht Sinn, weil dass ich dann eben, wie gesagt, die Zelle aus dem Weg habe. In unserem Fall ist es hier gar nicht ganz so wichtig, aber es gibt sehr häufig die Funktion, dass man hier draufklickt und soll was passieren. Und wenn man nochmal draufklickt, soll eben nochmal das Ganze kommen. Da wir das alles über das Rechteck gesteuert haben, ist es nicht unbedingt notwendig, aber ich zeige es jetzt trotzdem. Das heißt, man würde es selektieren, was aber natürlich dazu führen würde, dass man die Routine sofort wieder aufruft und das Rechteck verschwinden würde. Deswegen müssen wir vorher einmal sagen, Enable Events ist eh gut, wenn man das mal gesehen hat. False. Und danach auf True wieder setzen. Das heißt, in dem Moment, wo ich die Zelle wechsle, schalte ich aus, dass hier diese Funktion anspringt, dass die Trigger sind dann lahmgelegt und dann kann ich zu der Zelle wechseln und nichts passiert, der Rest bleibt einfach stehen. So zumindest die Theorie. Jetzt klicken wir mal einmal hier rein und gucken. Ja, Zelle ist nicht mehr markiert, die 1 nebendran ist markiert, das sieht man hier, P18. Und jetzt kann ich hier immer wieder draufklicken. Und hier und hier. Und wenn ich jetzt woanders hinklicke, müsste eigentlich mein Rechteck weggehen. Habe ich noch nicht. Das heißt, wenn ich also nicht in den Bereich des Kalenders klicke, muss ich noch dafür sorgen, dass es weggeht. Das heißt, ich mache den 07, wobei es bräuchte ich nicht. Und Shapes Hashtag Zusatzinfos.visible ist gleich false. Ist vielleicht sinnvoll, das heißt, wenn ich jetzt irgendwo hinklicke, geht es erstmal weg, egal wohin ich dann sonst klicke. Nur auf diesen Feldern hier kommt es. Ich kann reinspringen, ich kann Termin anlegen und das war's erstmal. So, damit würde ich auch den Kalender erstmal abschließen. Das sind jetzt einige Funktionen, die kann man natürlich noch ausbauen. Wir werden auch immer mal wieder zum Kalender zurückkommen, wo man Dinge dann eben noch hinzubekommt oder vielleicht noch mehr Funktionen. Aber Kalender ist erstmal abgeschlossen. Das nächste Mal schauen wir uns dann einen weiteren Punkt an. Und zwar würde ich gerne damit beginnen, dass wir eine Word verknüpfen, indem wir dann eben ein Angebot zum Beispiel erstellen können mit einer Mustervorlage. Oder ich bin noch am Überlegen, oder ich zeige, wie man eine E-Mail automatisch hier generieren kann und dann machen wir damit weiter. Bis dahin. Ciao, ciao.